im Zoo. Und der Zoo hat sich das Recht rausgenommen, diesen Namen dann auch selber rauszupicken. Da gibt es eine Aktion hier innerhalb des Zoos Hellerbrunn. Das läuft noch bis Mitte März und dann wird der Name entschieden. Queenie, die kleine Königin, würde mir persönlich am allerbesten mit Kuh passen und gefallen. Aber es gab auch schon heute Morgen eine absolute Lieblingsszene von mir. Die beiden haben sich vielleicht mal gerade 10, 15 Minuten hier draußen blicken lassen hinter mir. Im Moment ist Stille im Eisbären-Tundra-Park, den wir hinter uns hier haben, der Landschaft. Aber die Lieblingsszene von mir ist diese, die wir jetzt sehen. Diese große gelbe Melone in der Mitte, um die die kleine Miss Kuh da kämpft. Vergeblich, aber voller Hingabe. Und dann irgendwann kommt Mama Giovanna einfach dazu, schnappt sich die Melone und das Ding ist sozusagen gegessen und die beiden hauen dann wieder ganz entspannt in die Höhle ab, gemeinsam, und sind weg. So. Das ist meine Lieblingsszene. Wir sehen, es wird noch ganz viele geben in den nächsten Wochen. Denn ab, du hast gesagt, 13 Uhr ist hier eigentlich für alle geöffnet. Ab 14 Uhr darf noch jeder Besucher rein. Und bei mir ist Helmut Kern, einer der Tierpfleger, der schon seit 14 Wochen an der Seite der kleinen, wie ihr auch sagt, Kuh ist. Genau. Was macht sie besonders, diese kleine Eisbärin, dieses Mädchen? Also alle Eisbärenkinder sind natürlich was Besonderes, aber das Eisbärenmädchen, vielleicht auffällig, ist sehr gewiefte, sehr interessierte, ein Mädchen neugierig und es macht natürlich riesig Spaß, das Ganze zu verfolgen. Und im Gegensatz zu den Zwillingen 2013 ist natürlich die Kleine jetzt Einzelkind, aber sie kommt damit sehr gut zurecht. Sie macht jedenfalls einen total geduldigen und sehr entspannten Eindruck und einen leicht hungrigen auch, kann das sein? Ja, die Kleine interessiert sich jetzt natürlich schon für Futter, also die lutscht schon an der Breze oder an der Melone oder am Salat rum, ganz normal, weil sie mit der Mama eben das Gebäude verlassen hat, wie in der Natur, wenn die aus ihrem Iglo kommen. Und sie interessiert sich für alles, also wirklich sehr gewieft. Warum ist sie 14 Wochen lang hinten drin in der Mutter- und Kindstation, im Mutter- und Kindhaus, und darf heute erst zum ersten Mal raus? Weil letztendlich das nicht wir entscheiden, sondern Giovanna hat entschieden und hat uns die letzten Tage gezeigt, ich möchte jetzt mit meinem Kind rausgehen. Und den Wunsch erfüllen wir ihr natürlich und darum war es eben heute soweit und der erste Ausflug. Ja.